Hallo, meine pizzenbestellenden Pinselschwinger und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Grünchen hier bei 7 Days to Die. Ich wollte eigentlich eher überlegen, ob ich hier die Sachen nochmal vorher wegbringe, bevor wir uns jetzt hier ins nächste Abenteuer stürzen. Aber ich habe mir gedacht, wisst ihr was, wir lassen es erstmal. Wir gehen erstmal, die solltest du behalten. Wir gehen erstmal nochmal eine Mission heute erledigen, einfach mal zum guten, schönen Reinkommen. Oh, Ding ist ja schon voll. Upsi. Genau, um gut nochmal schick reinzukommen, packen wir erstmal alles so ein bisschen weg. Das behalten wir lieber, man weiß ja nie. So haben wir uns gut aufgestellt, haben wir ein bisschen was da. Oh, warte mal, die brauche ich ja gar nicht, ich habe ja gar keine Pistole, wa? So. Ja, ich würde sagen, wir starten ganz chillig, vanillig, willig in den... Okay. Hinein, wir sind jetzt auch mittlerweile bei uns hier in der Stable. Ich hatte die letzte Aufnahmesession weit vor der Stable gemacht. Jetzt sind wir ja auch in der Stable. Und, genau. Starten wir mal ganz fresh los und gucken mal, wie es alles läuft mittlerweile. Habe ich eigentlich überhaupt noch das Ding an? Ne, warte mal, ich habe gar keine Filter mehr drin, aber... Ah, meine Filter sind ja raus. Stimmt. Und wisst ihr, warum meine Filter raus sind? Genau. Ich hatte ein Grafikkarten-Update nochmal gehabt. Und dadurch ist mir das rausgenommen worden. Und ja, ich kann jetzt immer so machen, wie ich es so ungefähr noch im Kopf hatte. Das war ja so ein bisschen ein Hick und Hack und Hock. Dadurch haben wir zumindest ein bisschen mehr Schärfe drin. Und ich weiß jetzt nur gerade gar nicht. Warte mal. Ich nehme euch jetzt einfach mal so nebenbei mit, dann seht ihr mal, wie ich diese Einstellungen auch mache. Das ist eigentlich super interessant, finde ich. So, jetzt habe ich das mal da drauf. Meine Nvidia-Grafikkarteneinstellungen. Kladderadatsch. Schärfen Plus, ja, genau. Schärfen Plus hatte ich 2040. Ich hatte mir da ein bisschen was ausgedacht. Auch ein bisschen Hilfe sozusagen von jemandem gehabt. Jetzt nehme ich erstmal das von dem Spiel, wo mir einer der Zuschauer bei Wardheads geholfen hat. So ungefähr, ja gut, passt soweit. Was hat man noch? Einzelheiten waren noch drin gewesen. Die Einzelheiten 0,50, zack, 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 zack. Genau, HDR-Tönung hatten wir, glaube ich, nur 10%. Huch. Und die Überstrahlung hatten wir 0%. Damit wir mal ein bisschen nochmal das hier ein bisschen auffreshen, ein bisschen schick machen. Und dann alles ein bisschen, oh, warte mal, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Belichtung, die Einzelheiten. Einzelheiten 0, 50, war der, ach so, das war ja schon richtig. Genau, Belichtung, Kontrast brauchen wir. Belichtung, Kontrast, so. Belichtung 10, 15, 15, ungefähr, Schatten 0, Gamma 0. Sieht doch schon gleich ganz anders aus. Sieht ein bisschen körniger aus, muss ich sagen. Ich finde das immer ganz cool. So, und jetzt hauen wir noch mal ein bisschen Farbe rein. Aua. Die Tönungsfarbe nehmen wir natürlich gleich mal komplett raus. Die Tönungsintensität, die hauen wir mal auf 14% runter. Auf 15%. Dann haben wir die Temperatur mal auf 10. Und die Farbanpassung mal auf 20. So, dann lassen wir mal das so ein bisschen laufen. Und ich finde, das hat gleich einen ganz anderen Touch. Ein bisschen mehr Farbe, nicht mehr so matt. Also... Ich finde das ganz interessant. So. Hatten wir jetzt eigentlich den... Ne, warte mal. Wir brauchen Gebiet säubern und liefern... Ach, gucke mal. Ach, du Heilig. Das ist da, wo wir runtergefallen sind. Wisst ihr noch? Oh, das war sehr schlau. Ich war sehr schlau. Das ist da, wo wir runtergefallen sind. Wo wir für unsere Hordernacht erst überlegt hatten, bevor wir uns jetzt für den anderen entschieden haben. Mal gucken, ob ich... Es läuft. Aber was ich sagen muss, was sie ganz cool gemacht haben, sie haben wirklich mehr Fauna reingebracht. Muss man ja wirklich mal sagen. Okay, irgendwie treffe ich nicht. Ich sollte jetzt auch nicht meine ganzen Pfeile verballern. Ich müsste auch mal wieder neue machen. So, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt hier alles durchsuchen. Sag mal... Ja, war mir nämlich klar, dass da einer drinnen sitzt, aber es hat mir nicht viel gebracht, wenn der da am Anfang erstmal ein bisschen... das Messer finde ich ja jetzt schon göttlich. Das Messer ist göttlich. Sehr schön. Toilette und drumherum, was ist das da eigentlich? Okay, das müssen wir mal gucken.
Machen wir mal abchecken. Achso, das ist einfach nur Erde, was sie da drauf gepackt haben. Okay, gut. Jut, 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 jut. Gehen wir mal weiter. Ja, da drin, wir mussten jetzt hier irgendwie herunter, ne? Und hier hattest du ja dann auch schon die ersten Zombies irgendwo gehabt. Beziehungsweise da oben war das ja, ne? Genau, hier waren schon die ersten Zombies drin. Hi. Hä? War doch gerade gespawnt. Dafür kommt er jetzt. Na dann komm mal. Upsala. Ich finde es immer krass, wenn der so raucht, ey. So, und jetzt machen wir mal den hier. Ich muss sagen, ich mag dieses neue Messer. Ich finde das neue Messer richtig, richtig cool gemacht. Oh, warte mal, ich habe noch mein. mein. So, so. Jetzt geht's besser. Okay, der Sound ist auch cool. Oh, das war so übel, als die mich da so über. Hä? Okay, hier waren aber auf jeden Fall auch nochmal Zombies, das weiß ich. Jetzt ruckelt das aber auch so ein bisschen, weil die müssen ja nachspawnen. Das war der Vorteil, dass man die kennt. Jetzt gerade so ein bisschen. Ich wusste ja, dass hier zwei so unterwegs sind. Den habe ich voll in den Schritt gehauen. Ja gut, der ist jetzt erstmal bestimmt nicht gütlich angetan. Was war denn das jetzt? Ach stimmt, das war ja wieder hier das Problem. Meine Treffsicherheiten ist wieder sehr bombastisch. So, den haben wir jetzt schon mal. Kannst du mal wieder aufstehen? In die Schulter! Oh, jetzt kommt er doch mal hoch. Hä, wieso geht denn der hier nicht durch? Was ist der denn? Huh. Au, jetzt habe ich mich aber erschrocken wieder. Manchmal hasse ich das. Was macht denn der da? Hugelt und schummelt hier. Und zwar ganz schön übel. meine Bögen nochmal verbessert. Die Axt ist nicht so wichtig. Und das nehmen wir natürlich mit. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir unsere Pfeile hier ein bisschen wieder bekommen. Oben wird ja nochmal ein ganz schöner heftiger Ding werden. Warte mal, ich habe doch hier aber auch ein paar Pfeile rein. Hier sind ja genau. Alle mal mitnehmen wieder. Wir brauchen alle, was das geht. Die dann hier oben noch mehr davon oder ist dann hier Cut? Ne, guck mal, da oben geht es aber nochmal weiter, ne? Gut, wenn es auch oben da weitergeht, bringt es mir nicht viel, weil wir müssen jetzt hier drüber. Oh, ich wollte eigentlich mache ich immer Kategorie erst spielen wir durch und dann durchsuchen wir. Weil jetzt ist der Bereich, den ich am meisten hasse, weil ich hier keine Ausweichmöglichkeiten habe. Das ist, was ich immer hasse. Du hast keine Ausweichmöglichkeiten und musst dann hier erstmal zurechtfinden. Ist jetzt einer dahinter? Ne, da ist keiner dahinter. Ist hier aber einer unten drunter? Nö. Gut. Ja, ich weiß, da unten ist jetzt was, könnten wir jetzt auch nochmal mitnehmen. Wir gucken, dass wir uns danach am Ende nochmal machen. Wir müssten ja auch bald durch sein, dass wir dann. Ich glaube, jetzt hat er wieder nachgesetzt, ne? Jetzt hat er erstmal wieder nachgesetzt. Was war das? Irgendwas ist eingebrochen. Irgendwas ist eingebrochen. Ich
Ich muss sagen, dass dieses Feature drin ist, ist für mich immer noch eins der coolsten, die es gibt. Weil du jetzt einfach mal so mir nichts, dir nichts da durchballern kannst. Hat schon was. Wenn immer noch. Also ich muss sagen, ich habe jetzt mal geguckt, die Tage. Ich habe die Tage jetzt mal geguckt. Und ich habe nichts gefunden, warum, wie das so bei mir halt rubbelt und zuppelt. Das ist halt so die Sache, das verstehe ich immer noch nicht. Aber gut, ich lasse es jetzt. Mir verdirbt mein Spielspaß ja trotzdem nicht. Also sind ja wirklich nur Mikro-Ruckler immer für ein paar Sekündchen. Von daher finde ich, geht das immer noch. So, warte mal, ich laufe mal hier mal lang. Ich weiß immer nicht, was nämlich passiert. Ach du Heilige. Okay. Ey, das ist viel, viel hier oben herumgehüppelt. Ach du Heilige. Und dann da runter, da hin, da rum und da weiter. Okay, gut. Sag mal, ihr habt ja wirklich auch einen Tech-Mac da drin geschossen, oder? Was soll da sein? Dann geht's da wieder, dann muss ich da runter und dann wieder da rauf, oder was? Warte mal. Ist der da offen? Der ist doch auch verschlossen. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum sind die alle da so verschlossen und dann so ein Blödsinn? Warte mal, ich möchte aber doch noch mal ganz kurz gucken. Irgendwas stimmt doch da immer noch nicht. Ich hatte damals viel besser. Also ich muss sagen, seitdem ist das so ein bisschen... Naja, guck mal, Schatten aus, Schattendistanz. Das ist niedrig, Schattendistanz aus. Was heißt das jetzt? Nee, also ohne Schatten kann ich nicht spielen. Das geht ja mal gar nicht. Niedrig ist okay. Qualität des Wassers können wir mal auf niedrig setzen. Blumen. Machen wir das Blumen noch aus. Ist ja auch meistens immer noch ein bisschen was. So, jetzt gucken wir mal, wie es weiterläuft. Ja, man merkt halt, manchmal hat man halt nicht das Beste vom Besten und dadurch... Hä? Aha. Okay. Was ist hier drin, ne? Hier ist schon Endloot? Nee, warte mal, ich habe das Gebiet ja noch gar nicht fertig. Ich glaube, ich sollte nicht hier lang kommen, oder? Ich glaube, ich sollte hier runter. Dann durchsuchen wir den mal lieber vorsichtshalber, weil den vergesse ich 100 pro hier drin. Dann sollte ich bestimmt hier rüber. Und dann muss ich hier wieder hoch. Nee, okay, das ist auch falsch. Der ist aber auch zu. Verschlossen, verschlossen. Muss ich doch hier lang? Ne, warte mal, der ist jetzt auch offen hier. Warum ist der jetzt offen? Achso, weil ich ihn ja geöffnet habe. Gut. Vielleicht sollte ich dann hier lang? Hä? Ja, guck mal. Was ich schon mal sehe, ist, dass da einer sitzt und der schon mal tot ist. Problem ist, dass wenn du jetzt nicht runterfallen. Okay, den haben wir schon mal. Müssen wir nur aufpassen, weil wenn die runterfallen. Gut, unsere Pfeile sind jetzt dann weg. Okay, der braucht jetzt ein bisschen länger, weil ich den nicht in den Kopf geschossen habe. So, okay, warte mal. Hä, aber unten? Da unten soll noch einer drin sein. Okay, aber gut, wir haben die hier oben schon mal weg. Das heißt, ist es schon mal ein ganz guter Fortschritt, den wir hier gemacht haben. Genau, da sollten wir jetzt dann drauf drücken. Und das heißt, wir können dann sozusagen überall rein. Also ich würde mich dann auch hier erstmal damit ein bisschen beschäftigen, dass wir erstmal alles so ein bisschen weglooten, alles mitnehmen, bevor wir dann da unten den Rest machen. Ich muss ja eh gucken, wo ist denn jetzt auch noch... Der ist auch alles da unten, ne? Also wir müssen ja nochmal nach da unten. Aber wir haben ja jetzt schon sozusagen den Loot hier aber freigeschaltet. Das ist, was mich so ein bisschen verwundert. Und dann gehst du hier hin. Oh, hier haben wir noch ein Täschchen. So, der ist dann wahrscheinlich, weil der dann da drüben drin ist, ne? Nee, es gibt das nochmal... Hä? Okay, hier muss ich sagen, erschließt sich für mich das Gebäude nicht ganz so sehr, wie man es machen sollte. Aber ja, meine Güte. Meine Güte, ist ja nicht so schlimm. Kommen wir jetzt hier irgendwie raus? Alle verschlossen. Ich muss wieder rumlatschen, ne?
Und bloß nicht runterfallen. Aber gut, ich habe ja zur Not mein Gipsverband dabei. So, was bist du jetzt nochmal gewesen? Erde nur, ne? Wollen wir sie trotzdem mitnehmen? Ja, das ist ja auch immer, was man gebrauchen könnte. Das ist ja wie Holz in dem Sinne. Und Holz bringt es ja auch nochmal. Ja, komm, nimm mal mit. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Also können wir das auch gleich komplett mitnehmen. Ich glaube, da drinnen könntest du die Erde auch nochmal wegbapsen. Ja, dann holen wir hier schon mal den Endloot, weil dann müssen wir eh runter und dann müssen wir auch nicht mehr hier hoch. Das ist ja für mich auch nicht gerade so schlimm. Dann sind wir hier unten schon mal alles drin, haben das schon mal alles abgeräumt, bringen auch noch mal ein bisschen was zum Fahrrad und dann ist Ruhe. Oh yeah, verhindert den Nahkampfverbrauch um 10 und erhöht die Waffenhandhabung von Bögen. Damit können wir den Bogen nämlich noch mal ein bisschen verbessern. Und was haben wir hier? Auf engen Raum muss man manchmal einfach drauf losballern. Ah, das ist auch ganz gut. Bei dem ist jetzt der Vorteil, wenn wir den jetzt reinpacken, heißt nochmal ein Damage Put und jetzt sind wir schon bei 9,4 mehr. Also jetzt macht der ja einen Schaden von 66. So, tragen haben wir das. Nö, dann behalt mal das. Kannst du das reparieren? Nö, kann ich nicht. Ansonsten ist hier jetzt auch nichts Wichtiges dabei. Hier? Na, okay. Na, okay. Also wenn ihr immer so Probleme mit dem habt und irgendwie einen Tipp hättet oder diesbezüglich wegen der Performance, könnt ihr sie mir gerne mitteilen, auch wenn ich dann wahrscheinlich erst wieder zur nächsten Session machen kann, Arbeitsstation. Aber wäre halt ganz gut, dann könnte man das ganze Elend etwas besser ertragen. Ja, einfach mal mitteilen, wenn ihr da was wisst, würde mich freuen, dass ich hier die Möglichkeit habe, diesen ganzen Kladderadatsch ein bisschen anzupassen. Denn der Serie hat mich ja doch schon ein bisschen... Okay, hier ist jetzt auch offen, aber es lohnt sich im Endeffekt alles gar nicht. Hä? Ach, guck mal, da hinten gehst du da hinten hoch, gehst du da rüber und dann bist du auch nochmal da. Gut, hier kommen wir jetzt gerade nicht lang. Also müssen wir jetzt hier wieder lang. Mein Problem ist, es ist halt auch immer dieses extreme Springen immer noch. Ich weiß es nicht, Stimmt, guck mal, du musst hier nur runtergehen, damit du hier reinkommst. Ach so. Ach so. Ich finde es immer krass, wenn die Betondinger hier so einwuppen. Weil wenn du da drauf läufst und die dann nach unten fallen. Okay, der hat einen Tausender drauf. Gut. Dann bleibt mir nichts anderes übrig als... Der da. Ah, oh, guck mal einer an, da hinten sitzt er. Nee. Warte. Geht das so, wenn ich mich so raufstelle? Hä? Oh, der zählt wieder als ganzer Block, oder was? Ist das gemein? So. Säure Gebiet haben wir erledigt. Aber wir sind noch nicht durch. Arm ab, Bein weg. Nee, Kopf weg. Arm weg. Kopf weg. Genau. Das war besser, wenn man das selber macht. Ne, genau. Oh, da gibt es ja nochmal. Okay, wesentlich besser. Aber wo sollst denn du jetzt sein? Bist du hier irgendwo noch drin? Habe ich dich hier vergessen? Hier soll der drinnen sein. Hä? Dann musst du... Warte mal, bist du hier drin? Ach, da... Da unten ist er. Super. Dann haben wir jetzt alles. Sehr schön. Hat ein bisschen gedauert, aber... Ja, stimmt. Wir haben ja auch unsere Taschen schon... Ich bin schon eine Weile nicht mehr im Spiel gewesen. Also, ist jetzt schon über eine Woche her, die Aufnahmesession. Nee, du solltest das wenigstens normal gehen. Schon eine Weile her gewesen, die Aufnahmesession, und deswegen, ich habe da auch nicht mehr ganz so den Plan, wo was wie wo ist. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal weiter mit auseinandersetzen, ob ich irgendwie die Performance hinkriege. Und das ein bisschen angenehmer gestaltet zum Zuschauen und zum Spielen. Aber ich verstehe das dann auch jetzt, wie gesagt, teilweise nicht ganz, warum jetzt es gerade so ist. Ich sage auch nichts weiter. Ich würde mal sagen, wir sind eigentlich mit den meisten Kladderadatsch schon fertig. Genau, den Wohnwagen müssen wir nochmal rein. In dem Wohnwagen. Den nochmal durchsuchen. Dann gehen wir zum Händler. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt langsam die Dreierquest freigeschaltet haben. Falls wir die Dreierquest freigeschaltet haben, würde ich es so machen,
Dass ich zwischendurch auf jeden Fall nochmal gucke, wie ich das verändern kann. Sehr schön. Wie ich das verändern kann und dass die Performance weiterhin läuft. Und dann gucken wir, dass wir dann beim nächsten Mal vielleicht nochmal eine Dreier-Mission machen oder sowas. Das wäre ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir sind. Kevlar. Ein Kevlar ist auch was Schönes. Könnte ich mir auch mal gleich mal genehmigen. Ja, Kaffee muss immer. Kaffee muss immer. So, leerer Trinkwasserbehälter. Hier ist noch ein Toilettske. Naja, immer noch ein bisschen mit Schnupfen zu kämpfen. Hat mich ja einen Tag komplett einfach mal erwischt. So, jetzt sind wir sogar viel zu viel, ne? Viel zu viel. Einmal viel zu viel. Wir haben, das würde ich behalten. Das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir. Ich habe Hunger. Hunger ist gut. Pflanzen wir uns zweimal Speck mit Eiern drin. Damit haben wir uns wieder aufgebollert. Und ein schönes Wässerle. Das ist ein schönes Mineralwasser. Wir werden uns auf jeden Fall weiter dann aufbauen. Warte mal. Wir werden uns auf jeden Fall weiter aufbauen, dass wir noch uns mehr anbauen dann. Zum Bleistift hier. Gemüse und sowas alles, dass wir dann von Speck und Eier auf Wildbretteintopf zum Bleistift gehen. Das wäre schon etwas sinnvoller für uns, weil wir dann damit wieder mehr regenerieren können und so. Wir werden auch weiterhin erstmal die Dinger nach Eiern absuchen und so, weil wir brauchen das ja. Und Eier, glaube ich, brauchen wir später sowieso auch nochmal, wenn wir Kuchen machen wollen. Brauchen wir auch nochmal Eier. Da können wir das gleich nutzen. Chrysanthemen ist auch gut, das können wir gebrauchen. Oh, ich bin voll. Ja, warte mal. So. Güte ist aber dadurch, dass wir voll sind, aber wir trotzdem nicht zu voll eigentlich, weil wir nur 5 überladen werden. So, ja, dann gehen wir schon wieder ab. Haben wir auch hier das Ding geschafft, wo wir extremst gescheitert sind. Und ja. Upsi. Ich müsste nur mal wissen, ob das vielleicht auch daran liegt, weil jetzt ja die Stable draußen ist. Ich noch die Altversion nämlich dann hatte. Das vielleicht daran mitliegen kann. Ich hoffe jetzt zwar nicht, aber ich weiß es ja mal nicht so genau. Muss ich auch leider sagen, da bin ich ja auch ein Klobby-Bobby drin. Ihr habt da nicht so viel Ahnung davon. So, mein Fahrrad wird erstmal repariert. Wie viel habe ich noch? 77. Okay, er hat sich gut hoch. Der macht 67, hat er jetzt gerade hoch repariert. Deswegen lasse ich das erstmal so. Kann ich hier was draufpacken? Alles, was ich jetzt draufpacken kann, packe ich erstmal drauf. Damit ich dann weniger in der Inventar habe. So, sehr schön. Hier brauche ich eigentlich nur die beiden Sachen verkaufen. Den Rest, den würde ich gerne mitnehmen. Genau. Und ich kann ich gleich schon mal mitnehmen. Ein bisschen Geld haben wir ja. Hey, mein Freund. Schmiedeter Stahl. Der hier ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, dann nehmen wir das hier mit. Okay, was ich aber gerade sehe, was mir nicht so gefällt, ist wirklich eigentlich ist die Helligkeit. Wobei, geht doch eigentlich. Gerade eben gesehen, dass das andere, da musst du einfach, glaube ich, nur F machen bei dem hier. Wenn du hier F machst, dann sieht das Ganze ein bisschen angenehmer aus. So, hat immer noch nicht gereicht. Befallene beseitigen. Ja, haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Ich würde mal sagen, wir nehmen sie mal an. Fine Swines, denkt daran, da sind noch viel mehr und die bewegen sich schneller. Wir werden jetzt mal das auch versuchen. Wir haben ja jetzt auch hier mal ein bisschen nachmunitioniert. Wir haben hier gut Munition. Hier machen wir dann nochmal Munition. So, pass mal auf. Du kriegst von mir das und das. Der Rest behalte ich. Bücher. Oh. Schnell zu schleichen. Verbrauche keine Ausdauer, wenn du schleichend sprintest. Verbessere für Gewehre. Ja. Weißt du was? Den nehmen wir mal mit. So ungefähr das, was wir heute kassiert haben. Dann haben wir Schleichen, nämlich wenn ich jetzt schleiche und hier den Speed mache, verbrauchen wir keine Ausdauer mehr. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, wir haben es jetzt 11:55 Uhr. Wir haben immer noch nicht die Stufe 3 Mission. Ich wollte die eigentlich machen heute. Und weißt du was? Wir werden sie auch noch machen. Ich pack dich mal rein, dich mal rein. Dich mal rein, dich mal rein, dich mal rein. Das behalte ich, das packe ich rein, das packe ich rein. Nein, hä? Was hier? Das nehme ich mit. Da ich rein, packe ich rein. Behalte ich mal jetzt so kurz. Den kann ich reinpacken. Schiene oder Dings. Ja, pass auf, den packen wir in den Gipsi rein. Das nehmen wir nochmal mit, dass du es nur nochmal was da hast. So. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt nochmal dahin bewegen. Und gucken uns mal an, was das mit diesem Befallenen auf sich hat. Ich würde mal gerne wissen, was das ist. Oh, guck mal, hier haben wir noch eine Menge Kürbis, den wir auch noch holen können.
Kürbis ist auch nicht schlecht. The Brumit Residenz. Was ist denn du da? Oh, ist der geil, so mit so einem Lagerfeuer-Ding. Ist ja cool. Ja, ja, ich habe dich schon gesehen. Dann werde ich dich auch gleich schon mal erledigen. Aber Eier und Federn sind immerhin gut. Den da mache ich auch gleich noch kaputt, weil wir brauchen weiterhin Honig. Ich mag dieses Messer sowas von. Ich finde, es geht. Das macht sogar nochmal da dreimal mehr Laune als das andere, das Knochenmesser, weil der so diesen Sound oder klick, 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 so dieses, ja, metallische halt, ne? Dieses. Ihr wisst schon. Dieser Schwung, den sie immer extra dann reinmachen für Filme und so, wenn du das Schwert schwingst oder das Messer drehst oder sowas. Ein extra Sound, weil wenn du es im echten Mal machst, dann ist es eher. Ja, ist es nicht ganz so hart. Ja, 12 Missionchen, die schaffen wir jetzt ja, oder? Wir machen jetzt das. Ich weiß auch nicht, was uns da so erwartet, wie viele uns da erwarten. Oh, nee, 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 nee. Aber der hat uns 100 Pro schon. Nee, der hat uns mal noch nicht gesehen. Das ist gut. Okay, der ist es diesmal nicht. Waren wir überhaupt da schon? Nee, guck mal, das ist sogar ein Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Ist ja noch eine ganze Weile weg. Noch eine ganze Weile weg. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich würde es gerne schon mal mitnehmen, weil ich finde, die haben wir noch nicht getestet. Das ist eine Stufe 2er Mission. Und ja, wir haben da hinten noch Raphaels Karte. Da wollen wir die vielleicht auch noch mal machen. Ah. Warte mal, ich habe dich entdeckt. Komm mal mit. Federn sind gut. Was hast du hier drin? Wenn es so interessant ist, dann nehmen wir es mit. Der hat uns ja sowieso schon gesehen, ne? Wollen wir mal testen, ob wir eine Chance gegen den mit dem Messer haben jetzt noch? Wollen wir einfach mal machen. Hat der nicht... Ah nee, wir haben ja die Brille auf. Stimmt. Oh, der hat sich ein bisschen schneller am Ende dann doch bewegt. Aber dann haben wir den... danach hatten wir ja diesen Zergliederungstreffer gehabt. Ist ja auch, glaube ich, jeder Körperteil hat noch eine bestimmte Trefferpunkteanzahl, ne? Und dadurch kannst du auch dann Teile sozusagen einfach zergliedern, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch die Möglichkeit. Deswegen müssen wir mal gucken. Also sprichst du 3, 4 Schläge auf den Kopf? Aha! Also hier ist immer Party. Oh. Oder wir machen einen super Krittel-Treffer und das Ding fällt komplett gleich um. Das geht natürlich auch. Oder wir machen einen super Krittel und der fällt um. Fleisch und Eier und sowas hier sind eine ganze Menge, aber ich fahre dann immer ran und dann ist es nicht mehr. So. Warum Federn? Das müssen wir auch in der nächsten Runde dann, wenn wir das wirklich fertig haben, wirklich die Dreier freigeschaltet haben, müssen wir uns mal darum kümmern, dass wir erstmal Munitionsnachbau machen. Wenn wir wieder Pfeile dann haben. Am besten ist wirklich, wenn wir immer so schnell wie möglich mal auf die Dreier Pfeile dann kommen. Das wäre schon mal ganz gut. Dreier Pfeile, ach, Dreier Pfeile, Stahlpfeile. Hallöchen. Alles nehmen wir mit. Wir nehmen alles einfach mit. Wir brauchen es ja auch alles. Ah, jetzt liegt das gerade nach. Oh, guck mal, ist das diese Westernstadt? Das ist doch diese Westernstadt, ne? Stimmt. Jetzt sollte ich mal ein bisschen vorsichtiger machen, dass ich noch Ausdauer habe, wenn ich absteige. Aber ich hatte noch nie eine Mission in der Westernstadt. Okay, The Frontiersman. Okay. Was ist das hier für ein Gebäude? Ein, was ist ein Einser... Hä? Hä? Hä, 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 hä. Stufe 2. Okay, wahrscheinlich haben sie es dann erhöht dann. Eine Stufe 1 hat, aber ich würde es eine Stufe 2er. Also machst du, wenn du... Wie machst du das dann, wenn du ein 4er Gebäude nimmst? Wunderpro muss ich euch auch nochmal abnatzen.
Ja, das war klar, dass ihr damit reinfallt. Da habe ich irgendwie so ein Pech mit den Tierchen, dass ich die immer bekomme. Okay, irgendwo war schön überraschend, aber rumherum gekommen, ey. Du Schweinepriester. Ah, ich liebe dieses Messer. Ich baue immer gleich komplett ab. Mais. Ist ja genial, du kannst ja direkt schon Mais anbauen. Ich wollte dich eigentlich nicht da hinten killen. Komm mal ein bisschen näher kurz. Ja, komm mal näher. Ich wollte dich nicht da hinten töten. War jetzt eher... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so gut treffe. So. Hast du meinen Pfeil mitgebracht? Der Respawn ist wirklich schnell. Also ich glaube, mancher WoW-Spieler würde sich darüber freuen, wenn der Respawn bei ihm auch so wäre wie bei mir hier gerade. So, und hier kriegen wir auch nochmal eine... Das Gute ist, bei dem wir haben schon Maissaat so viel. Das ist eigentlich super. Und tut. Red mit. Ich nehme das jetzt hier draußen gerade mal mit, weil ich bin jetzt eh hier gerade draußen, dann mache ich das alles weg. Und da drinnen können wir dann... Fertig mal. Das Gute ist, wir können jetzt ja da ja schon massig Mais anbauen. Das ist von Vorteil. Na, wo ist hier doch einer, oder? Okay. Jetzt habe ich gedacht, da rennt irgendwas raus. Die haben, also ich muss sagen, diese Kriechenden, die sind immer so urlaut. So. Machen wir das mal so. Können wir mal jetzt einmal draufklopfen, dass ich hier ein Loch kriege? Hallo? Hä? Das ist ja komisch. Oh oh. Genau das, was ich nämlich nicht gehofft habe, ist passiert. Da ist nämlich ein... Wow. Da ist ja wirklich schon Runner drin. Ach du Heilige. So, bin draußen. Kannst wieder rauskommen. Hey, bin da. Hey. Hey, da los. Okay, also haben sie wirklich schon, da haben sie wirklich schon gleich mir Runner reingepackt. Das ist schon übel. Also wenn die mir jetzt hier schon Runner reinpacken, weiß ich nicht, ob ich in der nächsten Stufe das schon annehmen möchte. Bin ich ganz ehrlich. So. Hallöchen. Also hier waren sie ja drin. Mach zu. Mach zu. Die Sache ist die. Kann ich den so mal so? Wenn ich den jetzt umbaue, ganz kurz Form, und ich mache den nur einen halben Form. Ja, ich mache den mal eine halben Form. Und dann machen wir den mal fortgeschritten. Ja, ich weiß, das ist, warum machst du das? Blablabla. Denn ich habe irgendwie Angst vor denen. Gut, das war jetzt eh hinfällig, weil sie jetzt da rauskommen. Warum machst du mal so? Ich kaufe mir jetzt ein Alttier. Alter, die mal für ein Zuckeltier. Wie viele sind denn da drinne? Wie viele sind denn hier drinne?
So, den haben wir schon mal. Einer tot. Du Heilige. Also die Missionen sind richtig heftig, muss ich sagen. So. Blöde Kuh. Du blöde Kuh. Oh, den haben wir. Warum liegst du da unten eigentlich? Würdest du noch mal kurz hochkommen? Was? Guck mal, mal so rum. Boah. Ich bin da nicht raus. Irgendwo ist noch einer. Ach, der da. Ja, den hatte ich vorhin schon gesehen. Der ist da hinten so ein bisschen langgelaufen. Guck mal, der ist doch jetzt schon... Der war jetzt auch schon schneller als der andere. Also ich muss schon sagen, manche, die laufen einfach wesentlich schneller. Aber jetzt haben wir mal das befallene Ding gemacht. Und dann hast du gleich schon einen Runner drin. Ey, das ist halt so... Wow. Naja, wie sagt man so schön? Runner am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ne? Gut, ist ja schon wieder um Mittagszeit. Aber naja. Weißt du was? Komm, wir gehen erstmal rein. Ich sammle mal meine Pfeile. Alles ein, was wir einsammeln können. Ist auch übel hart, wenn du hier reinkommst. Die fallen ja da auch dann runter und alles. Und dann hast du damit viel zu tun. Das ist so richtig... Ah. Boah, Holz hatten wir mit. Holz ist immer gut. So, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Ja, dann wie gesagt, nächste Folge gucke ich dann nochmal, wie ich das Ganze rumgetuppelt hier ein bisschen herunterreihe, reduziere. Ich hatte gedacht eigentlich, dass sich das jetzt erstmal hebt. Aber partout nicht. Hat sich überhaupt nicht behoben und ich verstehe das auch überhaupt nicht. Naja. Wir kriegen auch eine Menge Maiskörner mit. Da können wir uns auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Mais dann anbauen. Und gut, Mais brauchst du auch, glaube ich, eine Menge. Du brauchst es fürs Maisbrot, brauchst du Mais. Da machst du Maismehl ja draus. Ist jetzt gar nicht so ohne, bin ich der Meinung. Also, was da Mais da genutzt wird. So, den nehmen wir mal schon mal mit. Der hier ist... Ich hab nix, ne? Nee, schade. Schade, Mama, warte, ich hab nix. Eine Hose, was bringt die mir überhaupt? Nichts bringt sie. Gar nichts bringt sie. Ich glaube, ich hatte jetzt aber noch ein bisschen was Dings drin gehabt. Riesenklo? Okay. Jetzt werde ich eine Dusche drin packen können. Wenigstens eine Dusche. Ich werde es auch so machen, wir werden dann zusammen noch die Quest abgeben und ich werde dann mal unsere ganze Ware mal rüberbringen zu... Wir werden unsere ganze Ware dann mal rüberbringen. Was ist das? Muss ich den durchbauen? Ah, okay. Laterne. Die ist aber auch cool angesetzt. Wenn der Lichtfall jetzt nicht ganz so cool ist. Aber wenn wir sowas auch bei uns setzen können, wäre nicht schlecht. Messerle. Gut, der kannst du wegmachen. Durchsuch befallenes Versteck. Okay. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Die Jägermod. Schaden an allen Tieren. Also du kannst, das Coole ist mit der Mod, der Jägermod. Guck mal, eine ganze Menge. Also ist gar nicht so schlecht eigentlich. Aber gut, du hast dann auch schon recht früh, wenn du, das ist ja trotzdem Stufe 1 Gebäude, aber du hast von vornherein schon mit Yuka freigeschaltet. Du hast von vornherein schon mit Runner dann aber auch zu tun, ne? Und das ist jetzt gar nicht so ohne, finde ich. Das darf man dann auch nicht immer vergessen. Wenn du dann gleich mit Runnern zu tun hast, ist dann auch immer so eine Sache. Kann ganz heftig nach hinten losgehen. So. Ja, wir haben jetzt alle soweit abgesucht. Hier ist jetzt nichts weiter. Ich glaube, hier war noch irgendwo Maisdinger. Genau, hier hat man noch ein paar Maisdinger gehabt. Die nehmen wir natürlich mit, denn Mais ist immer fein. So, wir haben Fleisch wieder bekommen, 60 Stück. Jetzt ist die Frage, hier haben wir ja schon zwei Sachen drin. Ich habe jetzt hier die Klingenmodifizierung mit dem Blockschaden und verringert die Abnutzung. Und was habe ich bei ihr dann auch? Ach, ist auch die temperierte Mod. Okay.
Ja, was kann ich hier noch machen? Warte mal, Axt hat. Oh, warte mal, hier kannst du da mal die Axt reinmachen. Dann kannst du hier nochmal. Ja, okay, kannst du nicht mehr reinmachen. Verändern. Kannst du hier das Ding noch mit reinmachen? Ja, okay, dann machst du den noch mit rein. Und die Jägermod. Verändern. Wenn, da machen wir gegen Schaden, gegen Tiere und allgemein machen wir nochmal sowieso. Also der Schaden gegen Tiere ist um 25% erhöht, aber wir erhöhen den allgemein ja nochmal ein bisschen. Dadurch haben wir gleich nochmal mehr Schaden. So, dann machen wir. Hier kriegst du einen Käffler und hier kriegst du nochmal ein Speckle mit Eier. So, sehr schön. Und das war damit auch schon fertig. Und ich würde sagen, das Holz, dann nehmen wir jetzt auch nochmal kurz mit. Holz ist immer gut. Insbesondere dieses Aufgestapelte. Da kommt ja so schnell an Holz ran. Guck mal, das sind ja knapp ein Huni. Ein Huni für ein paar Schläge. Hatte ich nicht ein Fahrrad gehabt? Rennt er wieder los, Fahrrad ist weg. Das war ja genial. Also auch mal so ein, ja, wie kann man so sagen, der Sheriff war in der Haus, hä? Metallworks. Ja, wir könnten eigentlich auch mal hier das komplett so ein bisschen absuchen, aber darauf habe ich jetzt irgendwie nicht so die Lust gerade, muss ich sagen. Wir gehen jetzt nach Hause. Dann, also ich werde uns nach Hause bringen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Hause. Wir gehen jetzt noch gemeinsam ab und in der nächsten Folge machen wir vielleicht mal wieder ein bisschen Housing, weil wir dann eh in die Nacht hineinkommen, soweit ich weiß. Und dann versuche ich nochmal, ich überlege, ob ich vielleicht auch 7 Days kurz nochmal deinstalliere, neu installiere und dann gucke ich mal, ob das jetzt dann ein bisschen was bringt. Ich glaube, die Nvidia-Einstellungen müssten erhalten bleiben, weil die sind ja über die Nvidia-Grafik eingestellt. Wissen tue ich es nicht, also wir werden es ja dann sehen. Aber gut, jetzt haben wir auch mal ein befallenes Versteck gemacht. Interessant auch mal dass wir das mal bei dieser Sheriffstadt gemacht haben. Das ist schon mal interessant. Ja. Wie gesagt, wir geben jetzt noch einmal fix ab und dann machen wir auch Feierabend und den Rest mache ich dann zwischen den Folgen und dann gucke ich mal weiter. Versteht das auch, wie gesagt, nicht, warum das alle, die anderen Spiele, da geht das eigentlich. Nur hier habe ich jetzt totale Probleme mit. Ich muss echt mal gucken. Ich muss echt mal gucken, wie ich das jetzt so einfach dann hinhandeln kann. Und ja, irgendwann doch vielleicht überlegen. Ja, also bleibt im Endeffekt nicht anders über, irgendwann auf jeden Fall auf den richtigen Rechner rüber zu gehen. Ist halt einfach so. Sobald er ja hier. Ist eigentlich eine gute Grafikkarte ja eigentlich drin und alles und auch ein guter Prozessor und so, aber das ist halt immer das der Nachteil mit den Labbys, die. Ja, am Ende, genau. Am Ende, boah. Habe ich jetzt eigentlich noch nie guter, so richtig gute Erfahrungen gehabt mit Laptops im Gaming-Bereich, wo ich sagen kann, das funktioniert. Aber ich habe auch noch nicht die ultra teuren bisher genommen. Das Ding hat man schon gemacht, glaube ich. Finde ich aber cool, dass du mal wirklich so in der Dingstadt das mal gemacht hast. Ah, genau, Goldruten sollten wir demnächst auch mal wieder besorgen. Keine Angst, mache ich nicht jetzt. Das heißt nur, wir sollten uns auf jeden Fall mal wieder besorgen und dann sehen wir das mal. Dann sehen wir es mal. So, Gleis sind wir da. Gehen wir ab. Bin ich schon gespannt, was wir da rausbekommen. Bin ich schon gespannt. Witzig ist es ja auch, wenn ich selbst länger laufen lasse, verändert sich das da gar nichts. Das ist, was ich so doof finde. Wenn du wenigstens, wenn du es länger laufen lässt und der den, die nächsten sich dann irgendwie anpasst und dann funktioniert, kannst du knicken. Kannst du einfach knicken. So. Guten Tag, guten Tag. Polizei ist at home. Unsere Pfeile werden auch wirklich weniger. Also ich werde jetzt wirklich so ankicken, dass wir jetzt in der nächsten Runde wieder mehr Pfeile dann haben. Gut, wir sammeln dafür wieder gut Munition jetzt rein. Nur mal, welchen habe ich denn an eigentlich? Oh. Oh. Ja, na gut. Kann ich den. Warte mal, ich glaube, ich brauche Metall, ne? Zack. Und klatsch, klatsch. Dann kannst du den reparieren. Den behalte ich auf jeden Fall noch. Dann will ich mir später ein Scharfschützengewehr noch machen. Weiß ja nicht, ob wir dann später auch noch mal ein bisschen ins Scharfschützengewehr reingehen. Da habe ich noch nicht so den Plan, aber. Okay. So I suppose you want to be Ärgert paid. mich gerade. Es ärgert mich gerade, dass ich schon in letzter Zeit gar keine Bücherkisten mehr bekomme. Bauplan, strukturelle Klammermod ist jetzt nicht unbedingt. Totengewehrmod haben wir ja schon. 9 mm ist jetzt eigentlich. So ein bisschen Munition halt reinbekommen für die nächste Nacht. Ja, dann machen wir das so.
yeah. Wow. Pflastersteine an 100, aber gut, das ist jetzt nicht so doll. 100, aber jetzt schon die Nagelpistole? An sich cool. Bonusstoffrüstung ist jetzt nicht. Nahkampfmods oder Nahrungspaket. Also Stoffrüstung machen wir auf jeden Fall nicht. Das ist ja nur Stoff. Pflastersteine 100. Nee, ist jetzt auch nicht die Welt. Nahkampfmods. Paket ist an sich ganz cool. Da kriegst du nochmal ein paar Mods. Können aber auch nur echt in die Nahrungskiste. So, irgendwelche besonderen Aufträge. Handelsroute in 2,4 Trader. Trader Jewel. Das heißt aber, dass wir in der nächsten, also in der nächsten Folge machen wir Housing. Und in der übernächsten Folge machen wir dann, in der übernächsten Folge können wir dann die Stufe 3er Mission machen. So, was hast du denn da so Feines drin? Oh. Coole Sache. Ja, Penner Eintopf ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gerne haben wollen würde, aber wir haben erstmal gut was zu essen. Okay, gut. Ja, nächste Folge werden wir dann, wie gesagt, uns im Haus treffen. Dann wird es wahrscheinlich auch schon dunkel werden. Dann werden wir uns nochmal ein bisschen im Housing-Bereich auseinandersetzen, unsere Küche ein bisschen weiter aufbauen. Unten noch gucken, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen was aufbauen. Neue Pfeile craften, etc. pp. Also wir haben da noch einiges zu tun. Sag mal, Bogen kann ich doch schon den 5er machen, oder? Stimmt, ich brauche 5 Bogenteile. Da brauche ich ja noch eine Weile. Habe ich hier nochmal Bogen bei dir? Habe ich nochmal einen Bügler bei dir? Bogenteile? Ne, habe ich nur so Hülsen und Geschossspitzen? Lust du mich... Oh, nimm mal mit. Nimm mal mit. 33... Musst du mich 1600? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Aber hier kann er noch Gewehrteile, Handfeuerteile, Wasserfilter, Kohle, Ölschiefer, Leder, Militär, Zement. Nee, leider nicht, ne? Schade. Aber Dietrich hat er nochmal. Kostet mich 2100. Nee, das will ich jetzt auch nicht. Das ist mir zu teuer. Hier ist jetzt auch nichts Besonderes. Honig. Honig nehme ich immer mit. Alles, was erstmal gegen das Dings ist, gegen den Virus, nehmen wir mit. Super. Aber dann war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis mal was Feines. Mit eurem Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge bei uns in Domizil wieder. Dort werden wir mal ein bisschen Housing mal wieder machen. Wir werden ein bisschen was vorbereiten, ein bisschen craften, ein bisschen schick einrichten und so weiter und so fort. Und dann, dann vielleicht auch noch eine 3er Mission dann am nächsten Tag annehmen. Mal schauen, wie es läuft. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wie ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.